Herzlich willkommen im Schweißer Campus. Wir stehen heute nochmal an unserer automatischen Brennschneidanlage. Warum ist das so? Wir haben letztes Mal uns mit dem Schneiden mit Acetylen beschäftigt. Brennschneiden hat der Ismael vorgeführt. Schaut da gerne nochmal rein. Aber dann kam die Nachfrage, wie sieht das eigentlich mit Alternativen aus? Was ist denn der Unterschied zwischen Propan und Acetylen? Und das wollen wir euch heute nach dem Intro einmal vorführen. Okay, bevor wir uns das Ganze jetzt in der Praxis anschauen und mal zwei Schnitte durchführen mit den unterschiedlichen Gasen, gucken wir uns erstmal an, was unterscheidet die Gase denn in der Theorie von den Daten her. Dafür gucken wir uns vier Bereiche an. Das erste ist das Verbrennungsverhältnis zum Sauerstoff. Ich habe das hier aufgeschrieben, damit ich die Zahlen genau wiedergeben kann. Das Verbrennungsverhältnis von Sauerstoff bedeutet, wie viel Sauerstoff brauche ich im Verhältnis zum Brenngas, um eine neutrale Flamme zu erzeugen. Das sind wir bei Acetylen bei 1,1. Also ich brauche ein bisschen mehr Sauerstoff als Acetylen. Bei Propan hingegen sind wir bei 3,75. Das heißt, ich brauche fast die vierfache Menge vom Sauerstoff. Das bedeutet natürlich beim Schneiden, das betrifft sich da nur auf die Heizflamme, aber da brauche ich dann auch ein bisschen mehr Sauerstoff quasi im Verhältnis. Aber der Hauptsauerstoffverbrauch beim Schneiden ist natürlich der Schneidsauerstoff. Deswegen fällt das nicht so extrem ins Gewicht. Bei anderen Verfahren wie dem Flammrichten oder dem Vorwärmen sollte man das auf jeden Fall immer im Hinterkopf haben, weil das Sauerstoff natürlich auch ein Kostentreiber ist. Der nächste Punkt ist dann die maximale Flammtemperatur. Die liegt bei Acetylen so bei 3110 Grad Celsius. Und bei Propan bei 2822 Grad Celsius. Das heißt, das ist so ein Unterschied von 300 Grad. Und da kommen wir dann auch zum nächsten Thema. Unter anderem die Flammtemperatur führt dann dazu, dass die spezifische Wärmeeinbringung pro Quadratzentimeter bei Acetylen bei 10,2 Kilowatt pro Quadratzentimeter liegt und bei Propan nur bei 3,8 Kilowatt pro Quadratzentimeter. Das heißt, ich kann weil mit dem Acetylen in deutlich kürzerer Zeit deutlich mehr Energie sehr konzentriert einbringen. Das sehen wir nachher, was das dann für Vorteile hat. Aber als letzten Punkt noch, das ist ein Sicherheitsthema, sollte man immer auch im Kopf behalten, die Dichte im Vergleich zur Luft der unterschiedlichen Brenngase. Bei Acetylen ist die Dichte leichter als Luft, das bedeutet, das steigt an die Decke und geht dann irgendwo aus irgendwelchen Fenstern raus und sollte sich eigentlich nirgendwo richtig ansammeln können, weil es nach oben die Luft verschwindet. Das Propan ist schwerer als Luft. Das heißt, das wird sich in irgendwelchen Senken ansammeln können. Und gerade wenn man irgendwie in Kellerbereichen oder Gruben oder sonst was arbeitet, wird sich dann unten eine explosive Atmosphäre bei einer Leckage bilden. Weswegen das in diesen Bereichen überhaupt nicht empfohlen wird, sondern nur in gut belüfteten Bereichen, wo sowas nicht passieren kann. Also Sicherheit geht vor, immer im Kopf behalten. Jetzt gehen wir mal dann in die Praxis rein und gucken uns erstmal an, wie sieht so der Schnitt im Vergleich optisch aus. Und danach gehen wir in die Auswertung und gucken dann, woran hat das jetzt gelegen und was sind dann wirklich die Vorteile und Nachteile der verschiedenen Gase. Wir haben uns hier für den qualitativ anspruchsvolleren 45-Grad-Schnitt entschieden und sehen bei Acetylen bereits nach 3 Sekunden ist die Vorwärmtemperatur ausreichend, um den Schnitt zu zünden, während Propan ca. 10 Sekunden braucht. In diesen 10 Sekunden hat Propan aber deutlich mehr Energie in das Bottle abgegeben. Wir sehen vorne ist es deutlich am Glühen, großflächiger am Glühen, nicht so punktuell, wie es bei dem Acetylen der Fall ist. Und das Propan, während wir da erst die Hälfte geschnitten haben, ist der Acetylen-Schnitt bereits abgeschlossen. Beim Propan sehen wir gleichzeitig jetzt auch etwas Bewegung im Bauteil, sodass die Schnittgenauigkeit etwas abnimmt, weil wir eine leichte Kurve durch die Bewegung, den thermischen Verzug, in das Bauteil schneiden. Im Video haben wir jetzt ganz klar die Vorteile bei der Vorwärmzeit und bei der Schnittgeschwindigkeit gesehen. Was bedeutet das denn jetzt effektiv? Natürlich ganz klar erstmal eine Produktivitätssteigerung der Anlage, weil in der gleichen Zeit deutlich mehr geschnitten werden kann. Habe ich sehr, sehr viele Anschnittpunkte, zum Beispiel auf einem Blech 50 Mal das gleiche Bauteil, habe ich mir 50 Mal die Zeit gespart, bei der ich bei Acetylen, wenn ich weniger lange vorwärmen muss. Gleichzeitig ist natürlich auch ganz klar, habe ich schneller geschnitten, kann ich auch in der gleichen Zeit viel mehr Bauteile fertigen. Aber was heißt das noch?
Und zwar die Verbräuche müssen wir uns noch anschauen. Ist meine Brennerflamme länger an, weil meine Schnitte länger brauchen, habe ich also beim Propan einen deutlich höheren Verbrauch. Das gilt einmal für den Heizsauerstoff, für das Brenngas natürlich auch, aber auch für den Schneidsauerstoff. Und der ist natürlich auch sehr maßgebend von der Menge her beim Schnitt. Wenn der 30% länger dauert, der Schnitt, habe ich entsprechend auch einen 30% höheren Verbrauch im Schneidsauerstoff. Als nächstes schauen wir uns mal an, wie sieht denn die Qualität der Schnitte dann aus bei den verschiedenen Schneidgeschwindigkeiten. Und zwar haben wir hier oben einmal einen Schnitt mit Acetylen und darunter mit der gleichen Geschwindigkeit mit Propan. Und da sehen wir, die Qualität bei gleicher Geschwindigkeit ist deutlich schlechter. Wir haben hier oben unten so einen Sägezahn und oben haben wir sehr hohe Riefentiefe. Das ist natürlich keine annehmbare Qualität. Deswegen müssen wir bei gleichbleibender Qualität runtergehen mit der Geschwindigkeit und haben dann von der Oberfläche zwar die gleiche Qualität, aber wenn wir die Schnittgeschwindigkeit reduzieren, haben wir noch ein anderes Problem. Und zwar dadurch, dass das Propan im Vergleich zur Acetylen die Wärme nicht so konzentriert einbringt, sondern über eine große Fläche und der Schnitt dann noch länger dauert, haben wir viel mehr Energie im Endeffekt in das Bauteil reingebracht. Das führt dann natürlich zu Verzug. Und das kann man auch bei dem Schnitt schon sehen. Ich hoffe jetzt im Video auch. Das ist jetzt der Acetylenschnitt. Wir sehen schöne gerade Kante. Und beim Propan, ich hoffe, man sieht das jetzt auch, da ist der Schnitt ein bisschen bananenförmig geworden, weil sich das Bauteil während des Schneidens durch die Wärmeeinbringung verzogen hat. Und dadurch haben wir jetzt eine Kurve quasi in das Bauteil geschnitten. Also wir sehen da auch noch einen Nachteil der langsamen Schnittgeschwindigkeit, ist dann im Endeffekt auch die Qualität. Wir haben jetzt gesehen, es gibt viele Gründe für Acetylen. Das gilt aber vor allen Dingen in dem Bereich bis 40, 60 mm Bauteildicke. Desto dicker das Bauteil wird, desto geringer ist dann tatsächlich der Einfluss des Brenngases. Wenn wir irgendwann über 500 mm sprechen oder noch dicker, dann haben wir immer weniger Vorteile durch die Verwendung des Acetylens. Aber in dem Bereich, in dem wir jetzt hier das gesehen haben, ist Acetylen von der Produktivität als auch vom Verbrauch deutlich überlegen gegenüber dem Propan. So viel zum Vergleich zwischen den beiden Brenngasen. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Dann sehen wir uns das nächste Mal im Schweißer Campus. Bis bald.